Okay, Jotob, hier sind wir wieder. Schau mich nicht so vorwurfsvoll an. Das war wirklich eine Entschärfung. Ah, hier ist sie wieder. Das sieht doch gleich aus. Ach, okay. Was? Okay, hier ist noch ein Feind. Okay. Ich sehe nichts. Und hier ist auch nichts. Okay, wir schleichen, Eddie. Sst. Scht, scht, scht. Oh oh. Oh oh. Ich kann mir nicht helfen, aber ich sehe trotzdem niemanden. Alright. Und wenn ich niemanden sehe. Okay, leise jetzt, leise. Okay, kann ich das von hier entzündeln? Mit meinem Laserzünder? Oh ja, oh ja, ihm wird heiß, ihm wird heiß. 35. Da habe ich noch. Oh, sieh mal an, wer sich hier hinten versteckt und überlebt. Die kleine, oder ist das eine Statue? Okay, du, mein Freund. Yes! Okay, ich glaube, ich muss diesen Part beenden. Wir haben eine Explosion angefangen. Mit einem kritischen Schleichangriff auf eine Todeskralle hören wir auf. Speichern. Alright. Hier ist noch irgend so ein Viech. Irgendwo. Irgendwo. Habe ich nicht zum letzten. Yes, I did it. Alright. Damit haben wir das auch erfüllt. Im letzten Part, Eddie, kannst du dich noch erinnern? Irgendwann werde ich so bla bla bla. Okay, gut. Was zur Hölle? Wo zur Hölle? Bin ich hier runtergefallen? Lass mich das ansehen. Hier hinten. Okay, gut. Gut. Ist kein Problem. Wir öffnen jetzt diesen Koffer und tun so, als wäre nichts gewesen. Ein verstümmeltes Bein möchte ich nicht mitnehmen. Was, Eddie? Was wird. Hast du es gehört? Was? What the. What is this? Wie kommt ihr her? Wo kommst du her? Nein! Nein! 8, 8, 8! Oh shit, oh shit, oh fuck! Shit, stirb doch! Oh mein Gott! 8, 8, 8, 8, 8! Wo kommt. So ein Drecksding! Nämlich extra nicht. Als würde mir das irgendwas bedeuten. Okay, ich bin verkrüppelt. Nicht nur im Kopf, YouTube. Ich habe das genau gelesen, was ihr nicht geschrieben habt. Kleidung. Was will ich bei Kleidung? Gar nichts. Ich will Statistik. Eine Arzttasche. Okay, da geht's mir doch wieder prächtig. Okay, speichern. Warum hast du mir das nicht angezeigt, Eddie? Ist noch so irgendein Ding, oder? Gut, dass ich aber nichts erkenne. Hallo? Monster? Ey, Vorsicht. Hier wieder herumschleichen und dann runterfallen. Das haben wir schon gern. Hier ist nichts. Noch nicht. Motorrad, Benzintank. Gott sei Dank, eine Stromleiter. Munitionskiste, das will ich. Habe ich da drin nicht was übersehen? Oder habe ich nicht. Oh, verdammt, Eddie. Nicht alles alleine macht, Eddie. Mir kommt vor, ich habe was übersehen. Besteht die Versandkiste? Habe ich da. Aha! Ja, ich wusste, hier sind Kisten, Eddie. Oh Mann. Speichern. Gott im Himmel. Und wo ist.
Wo ist Mr. Rotpunkt? Lass mich hier mal Überblick verschaffen. Hahaha, Vorsicht. Ich sehe noch im Auge eine Entdeckung, zerstörte Highway Kreuzung. Wenn jetzt wieder so ein Ding aus dem Nichts auftaucht, werde ich ziemlich sauer. Okay, ich bin sauer. Ich bin sauer. Ja, das war Blödsinn, das ist nicht sehr kritisch gewesen. Gut, Eddie, du lenkst ihn ab. Und ich... lade mal in Ruhe nach. Oh Gott. Das war nicht so schlimm, YouTube. Ich hab's übertrieben. Eddie, kein Mitleid mit dir. Wasser. Ah, Messer, Wasser habe ich gelesen. Okay, Zündhütchen, super. Ich will nichts lesen. Gib mir... Jo. Alles wieder klar, Eddie? Ich wäre ja für kritische Schleichangriffe gewesen, aber nein. Ila van Dorma. Shopping. Stramme Strahler. Kochbuch. Überlebensruhe. Nehme ich... Oh, wow. 9 mm interessiert mich. Not Gorken. Ah, da Dix. Yes, das brauche ich unbedingt. Gott sei Dank habe ich in den letzten 180 Fallout Parts so viele Steampacks gekauft. Da wäre ich jetzt ziemlich am Arsch. Speichern. Okay. Weiter geht's. Hier schon wieder etwas, was ich nicht sehe. Und gleich auftauchen wird, nicht wahr? Hier hinten? Nein. Bei allem Respekt, Sir. Ich glaube, Sie machen einen Fehler. Was? Wir stehen bei den Duraframe-Augenbots kurz vor einem Durchbruch. Ja, Sir. Ich weiß, dass wir die Duraframe-Teile für Höllenfeuerrüstungen brauchen, aber... Nein, Sir. Ja, Sir. Ich verstehe, Sir. Ich werde das Team damit beauftragen, die Prototypen der ID-Baureihe sofort zu demontieren. Eddie, du Schlingel. Hast du etwa wieder gelauscht? Ich glaube, diese Videos haben einen schlechten Einfluss auf dich. Wie viel hast du gehört? Hat Dr. Grant nicht gesagt, dass sie deine Navigationssysteme aktualisiert hat? Ich glaube, ich habe eine Idee. Würdest du gerne wie Ralphie sein? Nimmst du alles auf, was um dich herum gesagt wird? Ach ja, dann soll ich wohl besser aufpassen, was ich dir erzähle. Behalte meine Geheimnisse für dich, darum hältst du auch deine Schaltkreise. Wir verstehen uns. Nein, ich will keine Aufzeichnung von menschlichen Balzrufen hören, wenn ich nur dran denke. Eigenbrötler? Alright, gut. Ja, langsam verstehe ich, wo du das alles her hast. Ich denke, ich hätte ihn gemocht. Oh, süß. Auf geht's! Okay, wir haben hier noch irgendein Problem. YouTube. Houston. Okay, wo ist das Ding hin? Vor mir. Gott. Nicht durch irgendwelche Ritzen fallen, Eddie. Also ich. Du schwebst ja. Du Arsch. Speichern. Puh. Ah! Wie konnte ich dich nicht sehen? Für den Arsch. Pulsmine. Pass mal auf, was ich jetzt mit dir mache. Nichts mache ich mit dir. Ich habe nicht 8 gedrückt. Da, ich... Jetzt sehe ich dich. So einfach geht's. Theoretisch. Ey, kommt schon, aber gut getarnt, okay? Auf YouTube wirkt das alles etwas anders.
YouTube verarbeitet das Video so, dass ihr manche Dinge seht, die ich nicht sehe. Okay? Ja, das klingt komisch, ist aber bei der Verarbeitung, Komprimierung, das ist technisch viel zu hoch, um das jetzt zu erklären. Okay. Ich will hier hoch. Danke. Hat sich ausgezahlt. Mhm. Gut gepackt. Und hier geht's runter. Alright. Vorher schauen wir uns das hier an. Was ja auch immer gerade dieses Geräusch verursacht hat. Hier ist nichts. Oder? Vielleicht komme ich hier rauf? Sieht mir nicht so aus, aber... Doch! Ha, ha, ha. Ha. Tja, das kann ich alles gebrauchen. Speichern. Gott, ich muss es immer laut wiederholen, damit ich es auch ja tue. Oh, mehr Schätze. Mehr Schätze. Steampack auf jeden Fall. Aha! Ich will jetzt keine Zeit für ein romantisches Lagerfeuer, oder? Eddie, hören wir uns noch an, was der Typ zu sagen hat? Hier ist noch eine Kiste. Und Daten. Wir hören uns das noch an. Und dann... Ich bin als Caesars Auge und dann als seine rechte Hand über den Great Salt Lake gewandert. Sah dort Mischlinge mit zwei und vier Beinen. Die Mauern Neukanaans, um die vergeblich Sammler kreisten. Die Mauern waren zu hoch, zu stark. Weißbeine sind Kinder des Krieges. Ihnen dürstet nach Kampf. Nur ist ihr Verlangen Teil der Geschichte, des Ganzen. Wie auch die Legion. Ich habe wie immer Nachricht von Caesar überbracht. Wenn Neukanaan brennt, kommt Caesar möglicherweise vorbei. Möglicherweise. Er hatte nie die Absicht. Im Namen Caesars. Zerstört die Geschichte Neukanaans und die Art, wie sie sie weitertragen, über Generationen und ihre Familien. Caesar respektiert eure Macht, sagte ich ihnen. Das war wahr, auch wenn Macht das falsche Wort war. Euren Gehorsam wäre korrekter gewesen. Man muss bereit sein, alle zu töten. Kinder. Mütter, Schwache, Alte. Wenn die Bewohner von Neukanaan ihre Familien lieben, muss man sie töten. Es war, als hätte Vulpes durch mich gesprochen. Nutze die Nacht, die Stille und das Feuer, um ihre Worte in Gewinsel und Schreie zu verwandeln. Wo Hass ist, sind Bomben überflüssig. Ich... bat die Weißbeine, ein Volk mit langer Ahnenreihe, mit jahrtausendealter Tradition zu zerstören. Noch ein Verlust im Lauf der Geschichte. Die Bewohner Neukanaans lieferten Medizin, handelten mit Nahrung. Es war eine Zivilisation, eine Brücke zur Vergangenheit. Sie hatten... keine Geschichte, aber vielleicht eine größere Vergangenheit, die tiefer ging. An einen Ort, wo dieser Gott existieren sollte. Wenn dem so ist, sind sein Werk und diese Leute hier falsch. Ein weiteres Symbol, wie der Bär und der Bulle ohne Bedeutung in der Gegenwart. Okay, Mr. Psycho, das war sehr interessant. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen. Bis später oder gleich.
Wie auch immer.